Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und auch an dieser Stelle wieder einmal großes, großes Dankeschön an alle Supporter dieses Projektes. Auch die letzte Folge wurde wieder sehr, sehr gut geliked. Danke dafür. Gerne weiter supporten, wenn ihr Bock habt auf mehr Battlefield. Beim letzten Mal hatten wir die zweite Kriegsgeschichte abgeschlossen. Und ich habe eure Kommentare gelesen, ihr wart auch sehr begeistert, gerade von den Luftschlachten. Ich würde sagen, wir machen einfach chronologisch weiter mit der dritten. Und haben wir jetzt Avanti Savoia? Savoia? Keine Ahnung. Melde dich freiwillig bei den italienischen Arditi, einer Schocktruppeneinheit, die in den italienischen Alpen kämpft. Alle wurden vom Krieg beeinflusst, selbst die entlegensten Winkel der Welt. Unsere Willenskraft ließ uns an Orten kämpfen, an die sich zuvor niemand gewagt hatte. Egal ob in den Alpen oder am Himmel darüber. Wir fanden einen Weg. Es hieß, der Krieg würde alle Kriege beenden. Aber ich frage mich, ob der menschliche Ehrgeiz und unser Zerstörungswille je enden werden. Alles in Ordnung? Wir können jetzt den Kuchen anschneiden. Wow, die sind unglaublich. Ja, es war eine unglaubliche Zeit. Du hast gut ausgesehen in der Uniform. Nein, nein, das ist Matteo. Oh, natürlich. Tut mir leid, Papa. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Nein, nein, schon gut, Tesoro. Es wird Zeit, dass ich dir alles erzähle. Es war bei unserer letzten gemeinsamen Schlacht, kurz nach unserem 21. Geburtstag. Das Bataillon meines Bruders sollte eine Festung tief in feindlichem Gebiet einnehmen. Ich war nicht dabei. Ich war in einer Spezialeinheit mit einer anderen Aufgabe. Wir sollten Matteos Bataillon unterstützen. Es war eine stolze Einheit. Wir haben den Krieg verändert. Die Arditi. Okay, Leute. Wir sind hier der Blechmann. Während Matteo vorrückte, musste ich auf dem Berg alles ausschalten, was auf seine Einheit feuern konnte. Ich habe schon Angst um dich, wenn ich nur die Geschichte höre. Keine Sorge. Ich hatte eine Art Rüstung an, wie ein Ritter auf dem Schlachtfeld. Außerdem waren die Arditi stolze Freiwillige. Für Italien hätten wir alles getan. Am Anfang des Weges stand eine Kirche, in der sich feindliche Truppen verschanzt haben. Die musste ich zuerst ausschalten. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir an. Vor allen Dingen, sie kriegt Angst, sie sitzt doch gerade neben ihm, der hat's überlebt. Also, das wird ja dadurch schon mal vorweggenommen. Ja, trotz allem ist natürlich interessant zu erfahren, was er so durchlebt hat. Ach du Kacke, Alter, Leute! Was geht hier schon wieder ab?
Oh oh. Oh mein Gott. What the fuck? Was war das? Das waren irgendwelche Granaten oder so. Oh, ich bin fast tot. Die Hälfte meiner Lebensenergie ist schon mal weg. Was nichts Gutes ist. Schon, jetzt geht doch drauf. Versuch sie mal so ein bisschen zu flankieren. Ich hab den einen. Oh, wo? Draufhalten, immer schön draufhalten. Nachladen, nachladen. Oh, scheiße, Leute. Oh, Granate. Schnell weg hier. Weg, weg, weg. Wo sind sie noch? Wo sind sie noch? Jetzt kommen sie natürlich. Jetzt kommen sie alle rausgestürmt. Kommt, Rochelle, ihr Schweinehunde. Hier oben war, glaube ich, auch noch einer. Okay. Nach den Flammschützen kamen nur noch einige Fußsoldaten. Die musste ich noch erledigen, dann würde die Kirche uns gehören. Okay. Dann versuchen wir mal die restlichen der Soldaten zu töten. Oh, sorry, 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 Homie. Also hätten sie... lauter solcher Super-Soldaten, sag ich mal, wenn es im Zweiten Weltkrieg eine größere Hilfe gewesen für Hitler. Wenn man sich mal reinzieht, dass sie da dann mit Eseln angekommen sind und so weiter. Teilweise. Okay, wir müssen den Punkt jetzt hier einnehmen. Aber hier sind noch etliche Gegner irgendwo. Hier draußen wahrscheinlich, wa? Wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Ach, der backt sich ein bisschen durch die Wand. Okay, Leute. Alles klar. Kurz nachladen, schnell. Okay. Haben wir auch Leute eigentlich unter den Zuschauern? Oder habe ich Leute unter den Zuschauern? Oder sind Leute unter den Zuschauern, die auch Italienisch können? Ich übersetze uns gerne mal ein bisschen was, wenn ihr möchtet. Das musste ich zerstören. Er rückte also noch immer zur Festung vor. Ich musste dafür sorgen, dass er sie erreicht. Also stellen wir mal nach vorne. Ich komme irgendwie so vor wie so eine wirklich allererste Variante von so einem Iron Man Anzug. So, keine Ahnung, MK0,2 oder so. Können wir überhaupt hier irgendwas mit den Kisten anfangen? Kann man das mitnehmen? Oh. Ey, diese Handschuhe! Die sehen aus wie riesige Topfhandschuhe. So, ich versuche die nochmal zu flankieren mit dem fetten MG. Schnell, lauf, lauf, lauf. Komm schon, geh drauf jetzt, du Scheißding. Okay. Ich versuch's zu flankieren. Ja.
Werf die Scheiße. Reicht das? Ja. Okay, Jungs, folgt mir. Wir gehen natürlich voran. Oh, schön in den Dolomiten. Ist auch eine wunderschöne Gegend. Aber wir haben jetzt keine Zeit, die Umgebung zu genießen. Solange dieses Artilleriegeschütz feuerte, waren Matteo und die gesamte italienische Offensive in Gefahr. Ich musste es einfach ausschalten. Ja, leider kann man sich schon irgendwie denken, was mit dem passiert ist, oder? Es wurde ja schon alles so ein bisschen vorweggenommen. Oh, weg, weg, weg. Ah, ich habe keine Granaten mehr. So, jetzt zum Beispiel, was hat er gesagt, Leute? Wow! Mieses Schwein. Mieses Schwein. Ach so, das ist einer von mir. Sorry, sorry, sorry. Okay, nach vorne. Ich meine, wir haben doch immer von jeder Sprache haben wir doch immer Leute dabei, die sie können. Russisch, Türkisch, Arabisch, wir haben alles am Start hier. So richtig schön geilen Multikulti. Boah, fuck it, Mann. 33% nur noch Lebensenergie. Ich gehe mal ganz kurz ein bisschen zurück. Wir haben auch nicht mehr so viel Munition. So, jetzt. Granaten überall. So schön, wenn er nach vorne stürmt. Oh, fuck. Friss das. Moment. Wir haben keine Munition mehr für die geile Waffe. Muss ich halt mit der voranlaufen. Rein hier. Es gab nur einen Weg, meine Männer zu retten. Ich musste das Geschütz zerstören. Gib mir Deckung, Kumpel. Das ist nicht die beste Deckung, Kumpel. Bist du tot? Ja, du bist tot. Muss ich das... Wow, 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 wow! War das richtig so? Ja, anscheinend war das richtig so. Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Aber noch war es nicht vorbei. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Ich brauche eine neue Waffe. Weiter geht's, Leute. Eieieiei. Boah, es ist schon ganz cool, so, wa? Wir hatten jetzt einen Amerikaner. Edwards war doch ein Amerikaner, oder? Ja, doch. Doch, ich glaube schon. Dann hatten wir einen Engländer. Jetzt haben wir einen Italiener. Dann haben wir ja gesehen, haben wir auf jeden Fall noch jemanden, der... oder eine Frau aus Nordafrika. Ist jetzt nur die Frage, wo sie da gekämpft haben. Weiß ich jetzt gerade gar nicht.
sauber. Weiter nach vorne. Hat er überlebt? Die Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Die kleinen Schweine hier. Weg von der Granate. Komm, stecht euch alle ab! Ins Schniedel rein! Das ist doch scheiße, ich habe keine Munition mehr. Kann ich das mitnehmen? Nee, es wäre. Nee, wir sind hier. Wir sind nicht der Master Chief oder sowas. Wir sind zwar ein heftiger Typ, aber das ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Ey. Wieso kann ich die Waffe nicht mitnehmen, zum Beispiel? Das ist ein Maschinengewehr, das würde ich lieber mitnehmen. Na, scheiß drauf. Gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ich musste sie alle vom Himmel holen. Für Matteo! Ich mache euch alle weg. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Ich hätte Matteo verloren. Das heißt, ich schaffe es? Oh fuck! Ich sehe gar nichts mehr. Alles klar, den hätten wir auch. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stelle. Luca, Luca, ey. Mutiger Mann auf jeden Fall. Lad nach, lad nach, lad nach. Oder kühl dich ab, besser gesagt. Okay. Diese kleinen Jäger schießen mich auch die ganze Zeit an. Aber wir müssen die Bombe auf jeden Fall wegmachen. Ah, natürlich, klar, da kam nichts durch. Aber dann drehten die Flugzeuge ab. Als ich aufstand,
dachte ich, ich wäre gestorben und in der Hölle. Sie haben den Berg gesprengt, haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in diese Hölle. Ich hatte keine Wahl. Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein. Ja, liebe Leute, die Suche nach Matteo findet allerdings dann im nächsten Part statt. Krasser Auftakt wieder mit unserer Spezialausrüstung, die er jetzt hin ist. Und heftige Aktion von den Deutschen, ne? Aber auch schlau eigentlich. Eigentlich schlau, einfach alles zum Einsturz zu bringen. Ja, ihr hört schon den kleinen Kirchenchor da im Hintergrund. Beim nächsten Mal suchen wir dann Matteo, mal sehen, ob er überlebt hat. Man kann sich das wahrscheinlich schon denken. Ja, oder obwohl, er kann natürlich auch nach dem Krieg gestorben sein. Aber ich glaube, er ist tot. Tot ist er auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt, wo er seiner Tochter wahrscheinlich oder seiner Enkelin das erzählt. Leute, ey, auch das hier wieder optisch bombastisch, was da für Action abgeht. Hammer, krass. Ich bin immer noch begeistert, Leute. Es macht echt Laune, mit euch auch gemeinsam das durchzuzocken. Wenn ihr morgen auch wieder Doppelfolgen haben wollt, dann supportet ihr die Folge, lasst eine Bewertung da, würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt natürlich gerne, wie immer, euer Feedback in die Kommentare. Und ich bin mal gespannt, ob hier wirklich ein paar italienischsprachige Mitzuschauer dabei sind. Ja, bin mal gespannt. Ihr könnt uns das ja gerne so ein bisschen übersetzen, wäre auf jeden Fall korrekt von euch. Danke fürs Zusehen, Leute. Danke für euren Support, euren heftigen Support. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.